Willkommen in der Bruderschaft von Nord. Unsere Beziehung zum Tiberium ist eines der größten Missverständnisse. Die meisten Menschen wissen noch nicht, dass die Wurzeln unseres Glaubens mehrere tausend Jahre zurückreichen. Lange vor dem Auftauchen des grünen Kristalls 1995 auf der Erde. Dieses Ereignis wurde prophezeit von unserem großen Anführer Kay. Die Existenz von Tiberium wurde jahrelang von der GDI bestritten. Diese sogenannte globale Verteidigungsinitiative ist aber in Wirklichkeit ein kriminelles politisches Konsortium des internationalen Großkapitals, das gierig danach ist, den grünen Kristall zu kontrollieren. Während die GDI die Wahrheit über das Tiberium verschweigt, sammelt die Bruderschaft unermüdlich Proben des kostbaren Kristalls zur Analyse, um sein großes Potenzial als Energiequelle zu nutzen. Die Massenmedien schimpften uns Terroristen. Aber 2019 entlarvten wir die GDI als die wahren Terroristen. Vor allem ihre fortwährenden Vergehen an der Menschlichkeit. Als diese Wahrheit endlich bekannt wurde, weitete sich die Bruderschaft immer mehr aus. Mitmenschen aus allen Lebensbereichen suchten unseren Glauben. Wir versuchten unermüdlich, das Tiberium in aller Welt zu verbreiten, damit auch die Ärmsten von der Macht des grünen Kristalls profitieren konnten. Unsere Bemühungen wurden immer wieder von der GDI und ihrer Armee von Kriegstreibern behindert. Die Folge? Zwei überflüssige Weltkriege, die Millionen von Unschuldigen das Leben kostete. Weil die Bruderschaft nicht durch Kriege zum Schweigen gebracht werden konnte, wandte die GDI eine viel subtilere Taktik an. Sie ließen einfach einseitig internationale Grenzen verändern und siedelten Nordanhänger in den unwirtlichen gelben Zonen an, beanspruchten aber die unberührten und exklusiven blauen Zonen, alle für sich selbst. Nun, der angebliche Tod von Kane hat die Bruderschaft immer mehr zusammengeschweißt und unser Verhältnis zum Tiberium noch gestärkt. Und mit ihrer Hilfe verbreiten wir auch weiterhin in aller Welt den Segen des grünen Kristalls. Und mit lauter Stimme rief er: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus erhob sich aus seinem Grab. Ich war immer der Meinung, dass Glaube gemessen wird an Taten, nicht an Worten. Und während meine Kinder meinen Namen verehrten, verrieten sie mich mit ihren Taten. Sie waren vom Weg abgekommen, aber du, mein Sohn, dein Glaube kannte kein Wanken. Nicht in Honduras oder Jericho. Nicht während des Aufstandes in Rio. Du riskiertest dein Leben viele Male, um die GDI endgültig und für immer zu stürzen. Und ehrtest meinen Namen. Erneut bitte ich dich, die Bruderschaft ins Licht zu führen. Ich habe gesehen, die GDI ist verwundbar in all ihrer Arroganz und Selbstgefälligkeit. Jetzt kommt unsere Stunde. Während sie sich für Erkenntnisse beglückwünschen, die Nord seit Jahrzehnten vorliegen, werden wir ihre Schwäche aller Welt vor Augen führen. Ajay bespricht mit dir die Mission. Denn auch sein Glaube ist ungebrochen. Sie sind also der Held, über den alle sprechen. Der legendäre Aufständische. Ich hoffe, Sie sind wirklich so gut, Commander. Wir schicken Sie nämlich in die Höhle des Löwen. Sehen Sie. Das ist das Goddard Space Center in Greenbelt, Maryland. Die Bodenkontrolle des GDI ASAP-Systems, ihre gesamte Raketenabwehr. Sie werden mit einem kleinen Team dort drüben die Anlage zerstören. Dann ist das System offline. Aber stören Sie zuerst die Kommunikation, damit die keine Hilfe rufen können. Tarnen Sie sich und tun Sie, was zu tun ist. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, was Kane geplant hat, aber das wäre Ihr Ende. War ein Scherz. Aber ernsthaft, Sie sind zu beneiden. Die Welt verändert sich und Sie stehen im Zentrum dieser Veränderung. Aufregende Zeiten für einen Nord. Falls Sie mich brauchen, ich halte Ihnen den Rücken frei.
Empfange Nachricht. Zerstören Sie mit den Sprengmeistern die Mauer und schlagen Sie eine Bresche für den Saboteur. Hört die Worte, aktualisiert. Kann ich irgendwie helfen? Geheimdienstdaten aktualisiert. Ja. Einsatzziel erreicht. Ich stelle mich mal vor. Empfange Nachricht. Wir müssen die GDI-Kommandozentrale einnehmen, damit sie kein Notsignal absetzen können. Mit einem Saboteur. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ruhm und Ehre. Gebäude besetzt. Einsatzziel erreicht. Initialisiere Video-Ablink. Das zu Ihrem Kommunikationssystem, aber Sie haben nicht viel Zeit, bevor der Feind Verstärkung bekommt. Also an die Arbeit. Empfange Nachricht. Dieses Gebäude versorgt die GDI-Wachtürme mit Energie. Zerstören Sie es, um ihnen den Strom abzuschalten. Geheimdienstdaten aktualisiert. Wir sind auserwählt! Die GDI wird in 20 Minuten hier sein. Vorwärts! Wir müssen unbedingt ihre Kaserne zerstören! Wir sind eingetroffen. Machen wir unseren Job! Bleibt in Bewegung! Soldaten! Darüber, Soldaten! Seid wachen Geistes! Verstärkungen sind eingetroffen. Die Bruderschaft hat gesprochen. Wir kämpfen für Nord! Soldaten! Verstärkungen sind eingetroffen. Nieder mit der GDI! Kampftruppe! Krieger von Nord! Soldaten! Verstärkungen sind eingetroffen. Hier lang! Da sind sie! Auf sie! Einheit wird angegriffen. Lässt sie aus! Wir schreiben Geschichte! Verstärkungen sind eingetroffen. Sendet das Notsignal! Schnell! Erledigt sie! Krieger von Nordzeit, wachen Geistes! Verstärkungen sind eingetroffen. Nieder mit der GDI! Für die Bruderschaft! Nieder mit den Unterdrückern! Auf sie! Auf die Beine! Krieger von Nord! Wir kämpfen für Nord! Verstärkungen sind eingetroffen. Sie sollen knien vor uns! Einheit befördert. Einsatz. Nicht schlapp machen! Nieder mit der GDI! Geheimdienstdaten Bewegung vorwärts! Empfange Nachricht. Zerstören Sie diese Kraftwerke, um den zweiten Satz Wachtürme auszuschalten. Soldaten! Wir schreiben Geschichte! Mit erhobenen Waffen! Ein Ziel! Auf die Beine! Krieger von Nord! Mit erhobenen Waffen! Darüber, Soldaten! Wir kämpfen für Nord! Wachen Geistes! Soldaten! Weiter, weiter! Ein Ziel! Sein Nieder mit der GDI! Mit erhobenen Waffen! Los! Holt sie euch! Wir fürchten nichts! Was zum Teufel will Nord denn hier? Wir kämpfen für Nord! Da sind sie! Auf sie! Weiter, weiter! Hört die Worte, Keynes! Ein Ziel! Nieder mit der GDI! Angriff! Wir schreiben Geschichte! Ruhm und Ehre! Der Sieg ist unser! Wir schreiben Geschichte! Auf die Beine! Lasst sie nicht rankommen! Abstand halten! Jetzt haben wir sie! Raketen hier lang. Sucht eine gute Position. Okay, machen wir unseren Job. Schießt auf alles, was Einheit sich bewegt. Aufpassen. Nieder mit der GDI! Haltet die Augen offen! Raketen hier lang. Lasst dich locker! Was ist unser nächstes Ziel? Mit der Augen in Waffen! Unser Stützpunkt wird angegriffen. Empfange Nachricht.
Dieses Gebäude ist die Leitstelle der GDI-ASAT-Systeme. Wird es zerstört, beginnt der dritte Tiberium-Krieg. Verstärkung. Wieder mit den Unterdrückern! Initialisierung. Ruhm und Ehre! Commander, ich werde Ihnen einige Shadow-Einheiten schicken. Sie helfen Ihnen bei Ihrem letzten Ziel. Sie haben nicht viel Zeit, jetzt machen Sie was draus. Commander, Nord-Shadows nähern sich. Ein Ziel. Nieder mit der GDI-Ehre! Wir können das Ziel sprengen, wenn wir nahe genug rankommen. Verstärkungen sind eingetroffen. Kampftruppe! Wir schreiben Geschichte! Sie dürfen die ASAT-Leitstelle nicht erreichen! Kane will es so. Nieder mit der GDI! Verstärkungen sind eingetroffen. Nicht schlapp machen! Die Schwingen von Nord. Einheit wird angegriffen. Vorsicht! Neues Bonusziel. Vernichtet sie! Schaltet sie auf! Sie wanken! Was brauchen Sie? Shadow Team. Kann ich Ihnen helfen? Nieder mit den Unterdrückern! Verstärkungen sind eingetroffen. Wir schreiben Geschichte! Noch 15 Hört die Minuten. Worte Kanes! Shadow Team bereit. Wir Verstärkungen sind eingetroffen. Ruhm und Ehre! Hört die Worte Kanes! Macht sie fertig! Keine Gnade! Verstärkungen sind. Schaltet sie aus! Leise! Ich kann Ihnen helfen. Sie sind stark. Das ist unser Weg. Leise! Einheit befördert. Verstärkungen sind. Hier geht's lang. Gebäude besetzt. Das ist das Ziel. Bonusziel erreicht. Kämpfer durchladen! Soldaten! Verstärkungen sind. Kämpfer durchladen! Bewegung vorwärts! Wir haben die Raketen. Auf die Beine! Unser Leben gehört Kane. Ein Kämpfer Ziel. Durchladen! Verstärkungen sind eingetroffen. Wir haben die Raketen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Unser Leben gehört Kane. Konzentration. Nieder mit den Unterdrückern! Erledigt sie! Angriff! Seid wachen Geistes. Hört die Worte Kanes. Jetzt! Auf die Beine! Da sind sie vorwärts! Nichts! Die Zeit ist reif! Verstärkungen sind eingetroffen. Auf die Beine! Ruhm und Ehre! Hört die Worte, Kanes! Wir sind außer Soldaten! Keine Überlebenden! Verstärkungen sind eingetroffen. Leise! Das ist unser Weg. Verstärkungen sind eingetroffen. Krieger von Nord. Mit erhobenen Waffen! Einheit wird angegriffen. Vorsicht! Einheit verloren. Verstärkungen sind. Hört die Worte Kanes! Konzentration! Wir kämpfen Ruhm für und Ehre! Verstärkungen sind eingetroffen. Mit erhobenen Waffen! Wir fürchten nichts. Nieder mit der GDI! Verstärkungen sind Ziel erreicht. Initialisiere Video-Uplink. Geschafft, Commander. Mann, die GDI macht sich in die Hose, wenn die sehen, was Kane geplant hat. Verstärkungen sind eingetroffen. Mission erfolgreich. Mein Instinkt hat mich nicht verlassen. Die Durchführung dieser Mission war ganz exquisit. Ich habe dein Schlachtmenü verknüpft mit meiner Kommandokonsole. Du sollst das Vorrecht haben, den dritten Tiberium-Krieg zu eröffnen. Einen Krieg, der alle Kriege beenden wird. Nur zu, mein Sohn. Drück den Knopf. Schreib deinen Namen in die Geschichtsbücher ein mit dem Blut der GDI. Thank you.
des Krieges wurde in Bewegung gesetzt. Die Philadelphia war nur der Anfang. Unsere Truppen werden die Erde heimsuchen wie eine bestialische Seuche. Alle blauen Zonen werden unseren Zorn spüren, aber für dich... Für dich, mein Sohn, habe ich die wichtigste aller Missionen reserviert. Erobere die nordöstliche blaue Zone. Ein geheimer Stoßtrupp wartet schon auf deine Befehle. Kämpfe ohne Gnade, mein Sohn. Die GDI verdient sie nicht. Das könnte ich mir immer wieder ansehen und das mache ich auch. Aber jetzt bringen wir den Krieg zur GDI. Direkt in ihre verdammten, selbstgefälligen Wohnzimmer. Wir haben zwei Ziele. Andrews Air Force Base oder das Weiße Haus. Mann, ich würde meine Haare opfern, wenn ich bei einem der Ziele dabei sein dürfte. Andrews ist der wichtigste Luftwaffenstützpunkt der Region. Wenn sie ihn vernichten, gibt es keine Angriffe mehr von oben. Das Weiße Haus ist taktisch wertlos, denn das Oberkommando wurde ausgelagert. Aber es ist ein wichtiges Monument. Sie könnten die Feinde etwas ablenken, wenn sie es erobern. Also wählen Sie. Es kann nicht schiefgehen. Grüßen Sie von mir, Commander.